Ihr schaut Lenne TV mit dem neuen Samsung Galaxy S 5 Zoll Wi-Fi Gerät. Das hier hat nämlich kein UMTS-Funktion oder ähnliches eingebaut. Wir sind hier auf der Mobile World Congress 2010 und das ist eigentlich nur dafür da, dass man Media abspielt und seine E-Mails oder ähnliches checken kann. Also ist sowas ähnliches wie das Samsung Galaxy, das Dell Streak. Und wollte gerade das Display ein bisschen heller machen, dass ihr mehr erkennen könnt, aber dafür muss ich wohl in die Einstellungen gehen, die wir unter Applications finden. Wir haben das Ganze gerade auf Englisch und ja, wir schauen uns das Ganze nochmal an, Display und dann das Ganze ein bisschen höher. Oh, das ist schon die maximale Helligkeit, interessant. Also mit dem Bild schaut es ein bisschen dunkler aus, wie es in echt ist. Wir werden das Gerät für ungefähr 200 bis 300 Euro sehen. Bei den Anschlüssen könnt ihr sehen, wir haben nicht viel. Wir haben eine Lautstärkeregelung, An- und Ausschalter. An der Oberseite haben wir Micro-SD-Kartenleser. Es wird eine 68 GB Version davon geben. Diese Seite ist gar nichts. Und unten haben wir nur ein Micro-USB-Port zum Laden. Aber man kann sich ein Micro-USB zu HDMI-Anschlusskabel kaufen. Beziehungsweise kann man das ja auch über WLAN verschicken, das Bild. Denn es kann bis zu 27p abspielen. Wie ihr hier ablesen könnt, wir haben die gleiche Hardware hier eingebaut eigentlich wie in der 4 Zoll Version, die gibt es nämlich auch nochmal, die stelle ich euch in einem nächsten Video vor. Und ja, das Display ist wirklich sehr, sehr schön, funktioniert wunderbar. Wenn wir ins Internet gehen, kann ich euch auch zeigen, dass Multitouch wunderbar funktioniert. Ihr seht hier, das habe ich auf irgendwas draufgeklippt, klingt, das funktioniert wunderbar. Das Display hat sich automatisch ein bisschen dunkler gestellt, weil es will natürlich hier Strom sparen. Und ja, das war es eigentlich schon von dem Samsung Galaxy S 5 Zoll Gerät. Wir haben auf der Rückseite eine 3,2 Megapixel Webkamera und vorne eine 1,3 Megapixel VGA Kamera hier oben. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Level TV und dem Samsung Galaxy S Wi-Fi 5 Zoll, das es bald hoffentlich auch in Deutschland zu geben und kaufen wird. Ja.